Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier dabei bist. So, in dieser Folge wollen wir mal schauen, wer der geheimnisvolle Unbekannte ist. Unsere Tante hat uns ja davon berichtet, dass sie irgendjemand gesehen hätte, der hier rumgeschlichen ist. Und in dieser Folge, wie gesagt, wollen wir die ganze Sache uns mal anschauen, wer denn hier der geheimnisvolle Fremde ist. So, wir fahren einmal dahin. Schauen mal. So, ich glaube, hier vorne müssen wir jetzt links rum. Ja, genau. Links hier rein. Und fahren hier vorne auch noch mal links. Hier, glaube ich. Ja, genau. Hier müssen wir rein und fahren mal hier runter und unterhalten uns einfach mal mit den geheimnisvollen Fremden. So. Steigen wir einmal hier aus. Ja, ein Zelt hat er hier auch schon aufgebaut. Entschuldigung, so. Was machst du hier? Was ich hier mache? Ich angle. Warum? Warum? Nun, für einen Angler verhältst du dich seltsam. Tante Grace hat mir erzählt, dass du weggelaufen bist, als ihr euch getroffen habt. Du hast die Dame erschreckt? Oh, das tut mir leid. Ich kenne Grace sehr gut und ich verspreche, ich werde ihr alles erklären. Ich wollte nur Gerüchte vermeiden. Es wäre mir lieber, meine Frau wüsste nicht, dass ich hier bin. Wirklich nicht? Wie kommt das? Tja, du siehst wie ein ehrlicher junger Mann aus. Also, was soll's? Ich sag es dir. Also, ich bin Ryan Luwarden, der stellvertretende Bürgermeister hier. Jeder kennt mich. Aber das ist nicht genug für meine liebe Abby. Strebe nach mehr, sagt sie. Mein Vater würde sich schämen, meint sie. Jedes Mal, wenn ich angeln gehe, tue ich so, als hätte ich etwas Wichtiges zu erledigen oder wäre in einer Besprechung. Sie würde sich schämen, wenn sie sehen würde, dass ich nur Fische fange, wie ein Bauer. Aber ich liebe das Angeln. Du solltest den Wels sehen, den ich letzte Woche hier gefangen habe. Oh, ich verstehe selbst nicht viel vom Angeln. Keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Aber du musst mir einen kleinen Gefallen tun. Könntest du meiner Frau sagen, dass ich zu einer Vorstandssitzung gehe und morgen erst zurückkomme? Tatsächlich ist das Angeln unter freiem Sternenhimmel unglaublich. Ja, das Ganze können wir natürlich auch machen. Und sicher, kein Problem. Wir werden jetzt gleich direkt mal zu der Frau von den stellvertretenden Bürgermeister gehen. So, wir drehen einmal hier. Und an dieser Stelle würde ich auch sagen, wir nutzen in dieser Folge mal zum ersten Mal die örtliche Busverbindung. Da das natürlich auch ein bisschen schneller geht, das Ganze. Deswegen fahren wir jetzt erstmal zurück an unsere Bushaltestelle. Dort, wo wir quasi angekommen sind an den ersten Tag. So, wir müssen jetzt hier von rechts wieder rum. Und ja, die Bushaltestelle ist ja direkt bei uns vor dem Hof. Und die werden wir jetzt auf jeden Fall jetzt erstmal benutzen. Sonst würde das jetzt hier zu lange dauern, wenn wir jetzt noch dahin fahren würden. So, hier vorne steht sie ja schon. Und parken wir mal Christine hier. Steigen hier aus. Und los geht's hier. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, wo wir da ungefähr hin müssen. Ich glaube sogar, wir müssen hier hoch. Also fahren wir mal zu der Bushaltestelle. Mit dem Bus unterwegs zu der Frau von den stellvertretenden Bürgermeister. So, ja, hier gibt es auch einiges. So, gehen wir mal hier hin und sprechen mal mit der Frau von stellvertretenden Bürgermeister. Abigail Luwarden? Ja. So, ja, was sagen wir denn? Sagen wir jetzt die Wahrheit oder lügen wir? Aber ich denke mal eher schon,
wir sagen der Frau die Wahrheit, was ihr Mann denn momentan so macht. Dein Mann ist beim Angeln, aber er hatte Angst, es dir zu sagen. Er kommt morgen zurück und wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ich weiß. Es macht mir nichts aus. Ich habe keine Ahnung, warum er seine Liebe zum Fischen versteckt. Aber du bist ein ehrlicher junger Mann. Ich schätze es, dass du die Wahrheit sagst. Ich danke dir. Hier, für dich. Jo, danke schön. Da bekommen wir natürlich erstmal ein Glas Honig. Jo, der Honig ist wirklich lecker. Und können wir natürlich auch gut gebrauchen. Und ja, ich sag mal noch Tschüss. Und wir machen uns jetzt wieder auf den Weg zu den stellvertretenden Bürgermeister. Und natürlich nutzen wir auch wieder die Busverbindung hier. So. Und fahren wieder zurück. Wir müssen, glaube ich, hier unten hin. Ja. Genau hier müssen wir hin. Und sind wir wieder angekommen hier. Und werden jetzt wieder zu den stellvertretenden Bürgermeister fahren und ihnen berichten, was denn seine Frau davon hält oder beziehungsweise was sie uns gesagt hat, dass sie das natürlich auch weiß, dass er angeln geht und ja, dass sie halt auch nicht versteht, warum er da so ein Geheimnis draus macht. So, wir müssen hier vorne wieder links rein. Und hier wieder links. So, da sind wir schon da. Und können das jetzt gleich berichten. So, gehen wir einmal hin. Alles gut, keine Sorge. Du kannst angeln, so viel du willst. Danke. Ich werde dir alles über das Angeln beibringen. Aber hey, dazu brauchst du eine Angelrute. Geh zu Jack in den Laden. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe und er wird dir eine geben. Kostenlos. Danke für deine Hilfe. Bis später. Und jetzt leise. Erschreck nicht die Fische. Ja, das wollen wir natürlich nicht machen. Er soll ja hier in Ruhe seine Freizeit hier genießen können und in Ruhe natürlich auch angeln können. So, wir machen uns jetzt mal auf den Weg hier zu dem Check und werden uns natürlich auch unsere Angel abholen, die wir jetzt quasi kostenlos bekommen. Und da können wir auch demnächst mal ein bisschen angeln. Ist bestimmt auch sehr interessant. Und ist natürlich auch mal ein bisschen was anderes. Und können uns dann abends einen schönen leckeren Fisch braten. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, hier vorne wieder rechts rum. Und wir fahren jetzt zu dem Check. So, einmal hier. Ja, ein bisschen zu weit. Stellen wir uns mal hier so hin. Gut. Hallo, willkommen in meinem Laden. Hi, Ryan hat mich geschickt. Er meinte, du hättest was für mich? Ah ja, Ryan ist ein guter Mann, kann ich dir sagen. Er hat mir in der Vergangenheit sehr geholfen. Um ehrlich zu sein, wäre ich nicht hier, wenn er nicht gewesen wäre. Das hier ist für dich. Ich bin sicher, er hätte gerne, dass du es bekommst. Leicht und stabil. Perfekt für einen angehenden Angler. Vielen Dank. Ja, Dankeschön für die Angel. Und ja, demnächst werden wir auf jeden Fall mal ein bisschen angeln. Also ich würde das ganz interessant finden, wie das da so geht mit den Angeln. Und ja, ich sag mal Tschüss. Bis vielleicht zum nächsten Mal. Und wir fahren jetzt wieder los zu unserem Hof erstmal und
werden uns auf unseren Hof nochmal ein bisschen umschauen. Da gibt es ja auch noch so einiges zu tun, um das wirklich auf Vordermann zu bekommen. Wir müssen ja noch ein bisschen was reparieren und natürlich auch alles ein bisschen schicker machen und erneuern. So, steigen wir mal hier aus. Ja. Und das Gewächshaus, das können wir uns auch mal angucken. Das ist auch ganz interessant, denke ich mal. Und ja, hier, das müssen wir noch alles reparieren. Unseres Wohnhaus selbstverständlich auch. Ich habe da immer mal so ein bisschen angefangen. Aber das ist noch nicht so ganz wirklich fertig. Von außen sieht man es ja. Da fehlt ein bisschen was. Das Dach ist auch noch nicht so wirklich perfekt. Und ja, das wird man alles so in den nächsten Folgen so nach und nach alles hier ein bisschen auf Vordermann bringen. Und natürlich werden wir uns mal das Sägewerk anschauen und da mal ein bisschen schauen, was wir da so alles machen müssen, um das auch wieder ein bisschen aufzupeppen und natürlich alles ein bisschen zu reparieren. Und ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein von dieser Folge. Abonniert meinen Kanal, lasst natürlich auch ein Däumchen da, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, schaut doch einmal wieder rein bei der nächsten Folge. Ich bin raus, tschüss, macht's gut.